So, stummfrei. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Oh Gott, wir haben Freitagabend, wir haben die Woche geschafft. Und ich habe gerade noch alles eingepackt, weil Kevin ist das Wochenende nämlich in Düsseldorf bei seinem Kumpel. Und ich habe dadurch sturmfrei und werde mal gucken, wie ich das Wochenende hier verbringen werde. Also er fehlt mir natürlich. Aber ich werde, damit ich ihn nicht so sehr vermisse, dann gucken, dass ich eine schöne Zeit für mich dann einfach habe. Und habe auch schon ein paar Ideen und werde euch dann natürlich auch entsprechend gerne mitnehmen. Ich habe, damit der junge Mann auf der Fahrt auch was zu essen hat. Oh nee, ich darf nicht junger Mann sagen, das mag er gar nicht. Damit Kevin auf der Fahrt was zu essen hat, habe ich mir überlegt, was ich da machen könnte. Und ich habe jetzt etwas gemacht, was ich schon vor lange mal machen wollte. Kann ich euch auch zeigen. Und zwar wollte ich schon Ewigkeiten eine Sushi-Bowl machen. Und habe deshalb beim Asia-Supermarkt die Woche die Zutaten gekauft und habe jetzt hier Sushi-Klebreis. Dann habe ich ein Dressing gemacht aus Sojasauce, Erdnussmus und Honig. Dann habe ich Hähnchen mit Just Spices Gewürz mariniert und im Ofen gemacht. Ich habe Avocado gemoost und mit Avocado Gewürz und Just Spices gemixt, weil ich Guacamole nicht da hatte. Und Karotten klein geschreddert und also ich würde sagen so ein, zwei waren das. Das waren so Mini-Dinger, deshalb kann ich das jetzt nicht so richtig vergleichen. Und so ein Viertel Gurken habe ich klein geschnitten. Und das war's, glaube ich. Ach genau, die Guacamole habe ich erwähnt. Genau. Also von daher eine richtig tolle Bowl. Und die werde ich mir dann nachher gönnen. Jetzt gerade habe ich noch nicht so Hunger und jetzt warte ich erstmal ab, bis ich Hunger habe. Genau. Und irgendwie weiß ich gerade noch gar nicht, was ich jetzt machen will. Da ist ja richtig viel Wasser, da wird Kevin sich freuen. Er hat ja hier immer unsere Schale draußen stehen und die ist rappelvoll. Da sieht man schon den Rand. Und es ist jetzt auch endlich heute mal wieder warm geworden. Ich hatte heute Morgen erst meine lange Wollhose von Arket an und habe mich immer gefragt, wieso ist mir so warm? Wieso ist mir so warm? Weil ich ja eigentlich, weil ich irgendwie unterschätzt habe, wie viel Wärme die ausstrahlen. Jetzt habe ich mich in die Leinenhose geschmissen und das ist viel, 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 viel besser. Aber es ist schön, dass es endlich mal warm wird und ich meine, morgen soll auch ein sonniger Tag werden. Von daher werde ich ja vielleicht auch. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie in die Stadt fahre, frühstücken gehe. Und das ist einfach schön, dass es endlich wieder warm ist, weil die letzten Tage waren echt so. Die letzten zwei, drei Wochen, muss man sagen, waren totale Herbsttemperaturen. Ich weiß auch gar nicht, was da mit dem Wetter los gewesen ist. Aber das ist jetzt sehr herrlich. Ja. Und jetzt werde ich mich erstmal für mich finden, glaube ich. Ich mache mir dann jetzt mal meine Sushi-Bowl fertig. Ich habe mir hier jetzt schon meinen Sushi-Reis reingemacht. Dann kommt, das habe ich jetzt schon ein bisschen miteinander gemischt, die Möhre und die Gurke in eine Ecke. Dann mache ich das wie bei meinem Schatz und schneide das Hähnchen schon mal klein. Kann ich das nicht gleich mit der Gabel essen? Kevin ist auch schon am Hauptbahnhof angekommen und wartet jetzt auf seinen Zug. Es hat alles wunderbar geklappt. Und bin ich dann ja auch froh, weil er fährt jetzt nicht so häufig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und in Ostfriesland ist er das auch nie gefahren, da fährt man halt eigentlich immer Auto. Von daher bin ich immer bei uns so diejenige, die halt ja, viel mit Öffentlichen unterwegs ist und das quasi auch schon immer, weil das in Hamburg einfach viel ausgeprägter ist. Und dann bin ich immer froh, wenn er alles richtig geschafft hat. So, und da kommt gleich noch mein Dressing drüber und dann werde ich den Part vielleicht so ein bisschen vermischen und das so separat essen. Und falls ihr fragt, warum da überhaupt jetzt so gemuster Avocado drin ist, das gibt es bei, ja, bei irgendeinem Sushi-Bowl-Laden, wo ich gerne so eine Bowl esse immer. Und das ist mal voll lecker. Und ich glaube, da kommt jetzt meine Bowl aber nicht dran. Ich esse sonst normalerweise immer Lachs, aber in dem Fall war mir das mit Lachs ein bisschen zu heikel, das zu Hause selber zu machen. Ja,
Aber trotzdem würde ich sagen, sieht das doch ganz gut aus. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin noch half naked. Ich habe schon meine Birkenstock-Sandalen an, meine bei den König Boy. Und bin jetzt am Überlegen, was ich obenrum anziehe und habe zwei Optionen. Entweder trage ich einfach mein ganz schlichtes schwarzes Cos-Top. Das ist nicht baufrei, dafür ist es an den Schultern freier. Oder ich trage mein eins meiner Lieblingsoberteile von Tisch. Vielleicht ziehe ich einfach mal beide an. So, Outfit Nummer uno. Und dann mit den Birkenstock-Sandalen. Und darauf dann noch eine Tasche. Aber was für eine Tasche. Soll ich sie mal herholen? Eine richtig schöne, sommerliche Tasche. Ich habe die letzten Wochen so fleißig auf eBay verkauft und habe das alles auf einem Konto gesammelt. Und von dem Geld, der ausschlaggebende Punkt war jetzt der Verkauf von meiner Burberry-Bluse. Die habe ich geliebt, aber als ich durch meinen Kleiderschrank gegangen bin, ist mir nochmal bewusst geworden, dass sie immer recht eng saß. Und das stört mich prinzipiell nicht. Und sie hatte ja auch diese Manschettenärmel. Und ich glaube, sie war einfach keine 100%. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich die jetzt, ne, immer mein Mantra, wenn ich die zum guten Preis verkauft bekomme, dann könnte ich mir auch nochmal, auch vielleicht wieder bei Vesta Kollektiv Secondhand eine andere kaufen. Und dann habe ich sie tatsächlich jetzt verkauft und habe mir bei Luisa Via Roma, habe ich die Nantucket gefunden. Bei Farfetch gibt es auch eine richtig große Auswahl, allerdings die Nantucket momentan nicht. Bei Luisa Via Roma gab es die und auch verfügbar. Und dann habe ich noch einen dritten Online-Shop gefunden, Matches. Da hätte es die nur mit einer Warteliste gegeben. Und was man wissen muss bei allen Online-Shops, das ist halt überhaupt keine Massenware. Die werden ja alle von Hand gefertigt und haben hier innen drin, ja, ach, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die Tasche eingehen, egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass die Online-Shops diese Taschen jeweils meistens nur so einmal da haben. Vielleicht auch noch ein zweites Mal, drittes Mal, Fragezeichen. Weil die werden ja alle von Hand gefertigt. Und deshalb gibt es da meistens, also die haben immer einen ganz, ganz, ganz kleinen Stock nur. Man kann die Taschen bei Dragon Diffusion auch selber bestellen. Dann dauert das 10 Wochen, bis sie geliefert werden, weil die halt dort quasi nach Auftrag produzieren. Und ich finde dieses gesamte Label total schön. Also ich finde die Taschen schön. Ich finde diese Vorgehensweise irgendwie total schön. Dadurch ist es auch irgendwie so ein ganz, ganz besonderes Stück. Und was man hier vielleicht auch so leicht sehen kann, ist, dass sie auch so leicht unregelmäßig ist, weil sie hier komplett von Hand gewoben wird. Und hat halt hier diesen gewobenen Griff. Und dann, ja, ist sie, man kann es sehen, sie ist nicht ganz symmetrisch, aber gerade das, finde ich, hat dann auch so wieder diesen Charme. Eine Sache sollte man wissen, das habe ich jetzt erst entdeckt, als ich sie ausgepackt habe. Die riechen leicht, die Taschen. Also diese und ich vermute die anderen auch. Von innen sieht man so, dass das so, ja, so wie so Wildleder quasi ist. Warte, ich stelle sie mal ab. Also von außen glänzt sie, da muss irgendwie eine Schicht drauf sein. Das geht dann auch quasi hier dann so rum. Und von innen ist keine Schicht drauf, da ist es dann so rau. Und das riecht so ganz leicht, oder ganz leicht, also es riecht so leicht nach diesem typischen, kennt ihr das, wenn man in Marokko, Tunesien, habe ich das überall erlebt, wenn man da so über den Markt geht und man kann so Ledertaschen kaufen, die haben immer so einen leichten Geruch und den hat die auch. Und was sie auch dabei schreiben, ist, dass die auf natürliche Art gefärbt werden und dass deshalb halt auch, wenn das Leder zum Beispiel nass wird, dass es halt, dass sich die Farbe gegebenenfalls leicht verändern könnte. Also ich glaube, da sprechen wir nicht von Riesenverfärbung, aber so ganz leicht könnte was passieren. Hängt, denke ich, auch nochmal so von der Farbe vielleicht ab. Und vor allem, dass es halt auch auf Kleidung abfärben kann. Weshalb ich auf jeden Fall halt auch die Tasche mit einem komplett schwarzen Outfit gerne kombinieren möchte. Hier, die Streifen sind ja jetzt nicht gefettet, weil das liegt ja so auf der Schulter. Und hier, das ist alles gut. Und aufgrund von dieser Tatsache, dass das halt so leicht abreiben könnte, ja dann auch innen in der Tasche, ne, brumm, 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 habe ich mich entschieden, dass ich hier so einen Beutel reinmache. Und zwar habe ich einen schönen großen Beutel von meiner Celine-Tasche. Und den nutze ich jetzt quasi einfach so als Innenbeutel und packe da alle meine Sachen so rein, weil dann sind die hier so geschützt drin. Dann ist das auch nicht einfach nur so ein großes Loch in der Tasche. Und oh mein Gott, ich finde sie so, so toll. Und natürlich hat die Tasche auch ein
Namen. Und zwar heißt sie Madeira, weil ich sie dieses Jahr mit auf unseren Madeira-Urlaub nehmen möchte. Und ja, da werde ich, ich war auch noch so ein bisschen so, behalte ich sie jetzt bis zum Urlaub und trage sie nicht. Aber das auch noch ein bisschen hin. Und dann ist ja irgendwie auch so schade, weil das ist ja so eine richtig schöne Sommertasche, die ich halt jetzt auch so perfekt tragen kann. Da habe ich auch gedacht, Steffi, du bist bescheuert. Das ist deine Madeira-Tasche, auch wenn du sie vorher trägst. Aber ich werde sie auf jeden Fall halt auch mit nach Madeira nehmen und freue mich schon, sie da auch ganz viel zu tragen. Und ja, von daher wird sie quasi heute auch mein Outfit abrunden. Ich kann dann auch gleich mal die ganzen Zibbel hier abschneiden. Das eine ist von Dragon Infusion selber, das andere hier ist von Luisa Villaroma. Ja, richtig, richtig, richtig cool. Und das ist jetzt die andere Variante, die etwas schlichtere, dezentere Variante. Und ich glaube, mit der werde ich heute auch gehen. Dann kann ich nämlich mal testen, wie das ist, wenn ich die Lederriemen direkt auf der Schulter habe. Ob das irgendwie nach einer Zeit irgendwie zu schwer ist und drückt und unangenehm ist. Das ist ja auch gewoben. Und dann ja, gibt es ja mal diese Striche quasi dazwischen, wo das dann jeweils gewoben ist. Das werde ich, glaube ich, mal testen heute. Außerdem weiß ich nicht, ob ich vielleicht irgendwo mal was anprobieren möchte. Und dann ist dieses Top auf jeden Fall deutlich leichter an und aus und an und aus zu ziehen. Und das ist ein richtig schöner, entspannter Look. Ich liebe ja momentan diese einfach komplett dezenten Looks. Ich könnte hierauf jetzt natürlich auch meine Chanel-Tasche irgendwie tragen, meine Walk oder meine Trendy. Und das würde auch toll aussehen. Aber gerade mit dieser ganz entspannten Tasche, meine Bottega Veneta würde auch richtig toll darauf aussehen. Oder meine Polentasche und dann die Ismir Sandalen zum Beispiel. Ich bin aber auf jeden Fall zu Birkenstock, weil ich heute nochmal, ich will sie heute nicht kaufen, weil ich dann auch nochmal Secondhand gucken möchte. Aber ich will nochmal in die Boston reinschlüpfen und auch nochmal gucken. Es gibt die ja in Schwarz, aber es gibt irgendwie total viele verschiedene Schwarzvarianten aus Leder, aus Birkoflor, dann irgendwie komplett schwarz, dann mit der typischen Korksohle. Und dann will ich mal gucken, was die so da haben, weil ich mir, glaube ich, nochmal ein paar schwarze Birkenstock-Sandalen kaufen möchte. Unabhängig davon, ob ich die Chanel-Sandalen verkaufe, da bin ich ja sehr hin und her gerissen. Ich hatte gestern noch ein Outfit an, wo ich sie eigentlich wieder ganz cool fand. Also da habe ich sie hier nur einfach quasi drin getragen und auch gar nicht so lang, aber da hatte ich sie nochmal zu angezogen. Und das war noch die H&M-Leinenhose, die halt so ein bisschen länger ist und so ein bisschen weiteres Bein hat. Und vielleicht ist das auch mehr die Variante, wie ich sie dann tragen möchte. Ja, deshalb bin ich auf jeden Fall noch nicht so mit mir so zu Ende gedacht. Bei den Birkenstock-Sandalen ist halt schön, dass sie hinten offen sind. Man kann einfach reinsliden. Sie sind unkompliziert und ich trage die halt total gerne. Das kann ich mir vorstellen, dass die in Schwarz halt auch noch eine tolle Ergänzung wäre. Dann hätte ich heute vielleicht einen komplett monochrom Look an. Ja, aber Looks seht ihr ansonsten ja im 7 Days 7 Outfit Video. Aber ich wollte mich einmal mit euch zusammen fertig machen und euch voll meinen neuen Schatz präsentieren. Oh, sie ist so toll. Ist sie nicht toll? Oh, sie ist so toll. So, dann schneiden wir doch mal zusammen alles ab. Juhu! Und fertig. Und dann... Das ist so schade, da weiß ich gar nicht, wie es abschneiden soll. Weil hier ist das nämlich so verplombt, würde ich sagen. Und dann ist da das Dragon Diffusion Shade halt dran. Ich muss halt jetzt den... Vielleicht schneide ich den einfach genau hier so mittig ab. Dann kann ich wieder einen Knoten reinmachen. Ich finde das irgendwie so schön, das Schild. So. Zack. Nicht lang. Schmacken ist nur ein Schild. It's mine! Let's go! Oh, ich freue mich auch. Oh, sie ist so schön. Sie ist so schön. Und ich finde es halt auch so spannend. Ich hatte gedacht, dass sie noch ein bisschen größer wäre. Weil ich sie... Also es gibt unwahrscheinlich wenige YouTube-Videos zu der Tasche. Das müssen wir unbedingt ändern. Es gibt aber... Emma Hill, die hat diese Tasche, ich würde sagen auch schon seit 2 Jahren und sie hat sie in verschiedenen Styling-Videos immer mal an. Und sie soll,
also so wie sie es erzählt, ist sie wohl auch relativ groß. Allerdings würde ich sagen, schmaler als ich, zumindest von den Größen, die sie herträgt. Und da sah sie schon ein bisschen kleiner aus als bei anderen. Und bei mir wirkt sie wieder nochmal anders. Also für mich ist das eine echt große Tasche. Ich hatte gedacht, sie ist noch größer, aber so wie sie ist, ist sie total perfekt. Alles, was ich rein wollte, kann ich reinpacken. Und sie hat, also sie ist quasi so gewoben, dass sie hier so Ecken hat, dass man sie so, sie steht jetzt quasi. Ich mache das mal ein bisschen schräger, dann könnt ihr das richtig sehen. Aber wenn man den jetzt zum Beispiel hier nicht drin hat, den Beutel mit den ganzen Sachen, dann kann man sie halt auch so tragen. Und das ist halt anders als bei Rattern, das ist ja Leder, das wird noch ein bisschen weicher werden mit der Zeit. Aber deshalb kann die halt auch so ganz schlank an der Stelle getragen werden, weil man jetzt nicht wirklich viel da drin hat. Und ich muss sagen, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich war ja immer eher für kleinere Taschen. Und momentan mag ich irgendwie, meine Bottega mag ich so gerne. Ich finde die jetzt so toll. Und habe auch noch von Pollen die Züme, die ich total toll finde. Und von Little Livner die Tulip-Tasche, die auch so größere Taschen sind. Und ich glaube, ich finde es einfach irgendwie so, ich finde die wahnsinnig schön. Und man muss sie ja auch nicht voll packen. Also ich muss hier nicht alles da reinpacken. Aber irgendwie genieße ich das momentan sehr. Also das habe ich mit meiner Bottega jetzt schon gemerkt. Und ich habe drin da nochmal ein kleines Täschchen mit, den habe ich jetzt extra rausgeholt. Nochmal, falls jetzt wieder Sommer kommt, ist von der Hochzeit so ein kleiner Fächer, der manchmal warm ist. Und dann habe ich da drin meinen Kartenhalter, mein Schlüsseletui, AirPods, einen DM-Gutschein. Dann habe ich hier ein Sonnenbrillenetui, auch von Celine drin, Taschentücher, noch einen Einkaufsbeutel und ein kleiner Regenschirm. Es soll heute nicht regnen, aber morgen soll es wieder regnen. Und wir Hamburger wissen, dass das auch heißen kann, dass es heute schon regnet. Also, ich gehe nicht von Regen aus, aber ich bin vorbereitet und deshalb wird es nicht regnen. Das ist ja ganz einfach in Mathematik. Hat man einen Regenschirm dabei, dann regnet es nicht. So. Ich fände es auch total cool, wenn der Staubbeutel von Dragon Diffusion zum Beispiel, wenn der... Das ist ja wie so ein Jutebeutel, wenn der aus so einem etwas dickeren Baumwollstoff ist. Ich hab schon geguckt, wir haben noch letzten Sommer uns von West Wing diese Leinenbettwäsche gekauft. Und die kam in so einem Leinenbeutel und der ist auch so toll. Der ist allerdings viel zu klein, als dass er die Tasche jetzt aussehen würde und der ist weiß. Aber genau so ein Beutel in schwarz wäre der Hammer, um den hier in die Tasche reinzupacken. Aber jetzt helfe ich mir auf jeden Fall erstmal mit meinem Celine-Beutel. Ja, was sagt ihr zu meinem, zu meinem Schatz? Oh, da bin ich ja wieder so froh, ja, dass ich da so diszipliniert bin bei den eBay-Käufen. Das waren bestimmt 6, 7 verschiedene Käufe. 8, 9 könnte es auch gewesen sein. Genau, eins kam noch dazu. Es waren nicht nur eBay-Verkäufe, sondern auch meine Krankenkasse übernimmt jetzt anteilig etwas an der Zahnreinigung. Und das wusste ich nicht im Frühjahr, als ich meine Zahnreinigung habe machen lassen, habe ich da auch noch 40 Euro wiederbekommen und die habe ich auch auf dieses Konto gepackt. Also ich nutze solche Gelegenheiten auch immer gerne, um dann so diese ja, kleineren Geldbeträge so zusammenzusparen, um mir dann halt davon was Größeres zu kaufen, als dass es einfach nur aufs Konto geht und untergeht. Und die Tasche hat jetzt gekostet, inklusive Versand, 435 Euro. Genau, ja. So, auf geht's, würde ich sagen. Ich bin jetzt in der Stadt angekommen und hier ist so viel los, weil dieses Wochenende, das heute irgendwie Christopher Street Day ist, da ist total viel aufgebaut, aber ich vermute, der Rummel fängt erst noch an, weil es sind schon viele Menschen unterwegs, aber es gibt immer noch ein bisschen Platz. Auf jeden Fall bin ich hier gerade längs gelaufen und dann kommt so ein Typ quasi so von vorne so auf mich zu. Der schmunzelte mich auch schon so an und als er auf meiner Höhe war, macht er so Und ich so, mein Gott, was ist das denn jetzt nicht ganz richtig? Oh, so
sowas ist mir noch nie passiert. Das erinnert mich an diese Instagram-Videos, wo sie irgendwem ins Ohr hauchen und dann die Reaktionen abwarten. Aber das wirkt nicht wie irgendwas, das gefilmt wurde. So, wir sind da. Hey, nochmal wieder bei Aldin König ein bisschen stöbern und gucken. Und hier ist die Tür, die wir immer auf Instagram jetzt sehen. Die Spiegeltür, wo man ein Selfie machen kann und sein Outfit checken kann. Ich war jetzt einmal bei Aldin König drin, allerdings auch nur unten. Da war jetzt auch nichts, was mich irgendwie getoucht hat. Irgendwie so ein paar Stück aus der neuen Kollektion, die jetzt auch online ist, sind da gewesen. Da muss ich allerdings sagen, ich habe mir noch letztes Jahr bei Kost diesen weißen Kaschmir-Pullover gekauft, als ich meine Freundin in Köln besucht habe. Und Aldin König hat jetzt quasi einen, ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr ähnliches Design rausgebracht. Allerdings aus Alpaka, 70% und 30%, weiß ich gar nicht mehr, ob das jetzt Polyester war oder was das war. Auf jeden Fall halt, oh, kratzig halt irgendwie leider. Das, ja, das merke ich bei vielen Stücken, dass ich da momentan irgendwie nicht so richtig zurecht mitkomme wegen dem Alpaka-Anteil oder Wollanteil, weil mir das zu wenig Kaschmir an der Stelle ist. Ich will jetzt, wo wollen die jetzt hier hin? Ich will, mir dann eben noch im U2 einen Tee gekauft, beziehungsweise nicht gekauft, sondern auf Kosten von Cartier einen Tee geholt, weil wir haben durch die Male, die wir immer bei Cartier gewesen sind, wo man dann länger warten musste, dann kriegt man immer so einen Gutschein fürs U2 und die habe ich alle noch zu Hause und deshalb habe ich mir jetzt gerade einen Tee geholt, einen Rooibos-Tee und war hier eben auch noch, weil ich jetzt ja zu Birkenstock nochmal wollte, kurz bei Philippa K drin. Oh, auch eine meiner absoluten Lieblingsmarken momentan. Die haben auch so richtig viele schöne Basic-Stücke. Die Taschen habe ich mir jetzt auch mal in echt angeguckt, muss ich sagen, haben sie mich nicht so überzeugt. Aber die hatten auch ein richtig tolles weißes T-Shirt, was sehr hochwertig war. Da kann man auch gut mal gucken. Und auch vom Preis der 70 Euro für ein weißes T-Shirt ist schon gehobener. Aber es sind jetzt auch nicht gleich mehrere hundert Euro. Und wenn das was Vernünftiges ist, dann ist das auf jeden Fall was, was man mal ausprobieren kann. Ja, und jetzt nochmal zu Birkenstock. Und dann wollte ich ganz gerne in das Café Noé. Das habe ich schon lange auf meiner Liste. So, ich habe jetzt die Arizona-Sandale in 42 und 43 in schmal und breit und verschiedenen Schwarzkonstellationen anprobiert. Es gab nämlich eine mit einem schwarzen Fußbett, dann das klassische Korkfußbett und habe mich jetzt für eine entschieden, für die schwarze mit dem Korkfußbett. Der andere sollte nämlich 180 Euro kosten und da fand ich es mit der glatten Innensohle auch etwas schwierig, weil ich mir vorstellen kann, dass man da irgendwie anfängt zu rutschen. Ich habe aktuell in meinen, die ich jetzt schon habe, 42 breit, aber optimaler ist für mich die Größe 43 schmal, von daher bin ich da dann jetzt einmal umgestiegen. Die anderen werde ich jetzt natürlich weiter tragen, die sind super bequem, aber ich merke, dass ich in der schmalen Variante in 43 einen besseren Halt habe. Von daher war das echt hilfreich, sich da nochmal beraten zu lassen. Da war auch heute wenig los, wir hatten ganz viel Zeit. Und ah, total nett, nachdem ich bezahlt hatte, sagte er, oh, und hier willst du noch eine Flasche Wasser mitnehmen. Wir haben die von Karat, diese Tetrapacks an der Kasse stehen gehabt. Total nett und aufmerksam, kam mir gerade sehr gelegen. Ich habe zwar jetzt gerade meinen Tee getrunken und ich merke auch, dass der raus möchte. Deshalb gehe ich jetzt zum Café Noé. Mal gucken, wie das da so ist. Es sah auf jeden Fall auf den Fotos immer echt gut aus. Und heute wird das mal getestet. Thank you.
Das war jetzt richtig herrlich. Ich habe da einen so geilen Cappuccino getrunken. Der war so lecker. Also richtig tolle Qualität. Und dann habe ich noch einen Croffle gegessen. Das erste Mal, dass ich einen Croffle gegessen habe. Ich habe von denen schon viel gehört. Das ist ja, wenn man so ein Croissant in ein Waffeleisen reindrückt, quasi das, was dann daraus kommt. Und das war richtig lecker. Und erst sah das nach so einer kleinen Portion aus. Und das war so viel. Ich habe es kaum aufgekriegt. Ich hatte die Variante Vanille Matcha. Hat extra bei mir auch nicht so viel Matcha reingemacht. Und Nutella. Und dann waren da noch so ein paar Beeren drauf. Gibt es allerdings auch, das war jetzt eine süße Variante, es gäbe allerdings auch eine Variante in salzig. Oder zwei Varianten gab es. Da war ich mir nicht so ganz einig und habe mich dann für die entschieden, die er mir empfohlen hat, die er am liebsten ist, nämlich die Nutella-Variante. Ja, und dann habe ich das gegessen und dann habe ich gedacht, ja, so fertig gegessen, stehe ich jetzt auf. Und dann habe ich gedacht, nee, es wartet ja niemand zu Hause auf mich. Heute Abend kommt jetzt spontan noch eine Freundin rum und wir werden Ramen zusammen machen. Habe ich ewig nicht gemacht und sie hat das noch nie gegessen. Und ich will noch mal ein bisschen an der Zusammenstellung feilen. Von daher, ja, habe ich heute Abend auch noch ein sehr schönes Date vor mir. Und ja, wollte eigentlich noch sagen, dass ich da eben halt noch so ein bisschen versackt war und länger sitzen geblieben war, weil das einfach so schön war, einfach nur mal so zu sein. Ich war ein bisschen am Handy, dann habe ich ein bisschen Leute geguckt. Aber das ist toll. Ich will das eigentlich öfter machen, mich einfach mal so in ein Café setzen, weil das einfach so herrlich und ruhig ist und ich das voll genieße. So, jetzt bin ich glaube ich auch durch, was ich hier in der Stadt alles machen wollte. Deshalb werde ich jetzt zur Bahn gehen. So, komm. Und nach Hause fahren. Und dann werde ich glaube ich meine neuen Birkenstock-Sandalen zu Hause so ein bisschen einweihen. Die sind ja nicht aus so einem Velour-Leder, sondern aus dem Naturleder. Dadurch sind die so ein bisschen härter. Und das wird dann mit der Zeit weicher, je öfter man die trägt. Deshalb werde ich die zu Hause so ein bisschen einlaufen. Und mal gucken, ob die für mich eine bessere Alternative als die Chanel-Sandalen sind. Oder einfach noch wieder so ein bisschen anders. Also ich habe die Chanel-Sandalen noch nicht so ganz aufgegeben, muss ich sagen. Ich bin da immer noch ein bisschen zwiegespalten. Ach ja, und einkaufen muss ich natürlich auch noch, wenn wir heute Abend was essen wollen. Dann werden wir einen ganz entspannten Abend zusammen machen. Wollen wahrscheinlich einen Film gucken, kochen wie gesagt dann zusammen. Ja, was man halt an so einem schönen entspannten Mädelsabend dann so macht. Und natürlich ganz viel quatschen. So, erstmal die Kamera an. Ich bin gerade zur Tür rein. Oh, das war so herrlich. Ich liebe das auf so entspannte Art durch die Stadt zu laufen und im Café zu sitzen. Das ist einfach echt der größte Luxus. Da kann man sich kaufen, was man will. Und ich denke das so häufig, dass ich weniger Dinge kaufen sollte, als mein Geld in diese Erlebnisse zu investieren. Weil den Gedanken, den ich dabei immer habe, wofür kauft man sich denn diese ganzen schönen Sachen? Die kauft man sich ja nicht dafür, dass man dann irgendwann zu viel hat und die Sachen im Schrank stehen, sondern man kauft sich die Stücke ja, damit man dann die dabei hat, wenn man was Schönes erlebt. Aber wenn man irgendwie nur in Dinge investiert, die zu Hause stehen oder die man anziehen und tragen kann, aber dann nichts unternimmt, dann kann man sie auch gar nicht nutzen, präsentieren, zeigen, damit durch die Gegend laufen und dieses Erlebnis irgendwie so damit haben. Und das ist ja etwas, was mir immer wieder durch den Kopf geht. Trotzdem liebe ich Mode und Interior und so einfach so sehr, dass ich da gerne mein Geld ausgebe. Aber so ein Tag wie heute zeigt mir dann auch einfach wieder, wie schön das ist, da im Café zu sitzen. Ich glaube, ich habe da jetzt 15 Euro für bezahlt, für den Croffle und diesen mega geilen Cappuccino aus diesem wunderschönen Glas. Und diese Gläser werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Werden wir uns auf jeden Fall auch kaufen. Die sind so teuer, die wir ja schon gefunden. Und ja, und das ist etwas, was mich, glaube ich, einfach mit viel mehr Energie füllt als ein Kauf. Trotzdem war es toll, mit der Tasche da zu sitzen. Und vielleicht mal kurzer erster Eindruck. Ich habe sie ja heute getragen. Also, man sieht
hier jetzt gerade, wie gesagt, ich bin gerade frisch rein. Man sieht die Abdrücke, man merkt es nach einer Zeit auch. Ich würde aber sagen, es geht. Wenn ich jetzt ein T-Shirt angehabt hätte, hätte man gar nichts gemerkt. In der Stadt war es teilweise doch recht voll, also ich musste mich nicht durch Menschenmassen durchdrängen, da waren durchaus immer mal wieder so Leute so in die Tasche. Ich muss mal einen Tee rausholen, ich habe uns ein kleines bisschen Teenachschub gekauft, weil unsere Tees alle sind, oder die meisten zumindest. Auf jeden Fall, wenn ich so durch die Stadt laufe, dann ist ja hinten immer so diese Spitze, die rausguckt. Und da hätte ich mich durchaus unwohl gefühlt, wenn das so offen da drin gelegen hätte. Aber dadurch, dass ich ja den Celine-Sack da drin hatte, den habe ich mal so leicht so reingedingstert, kann man von oben gar nicht reingucken. Das, muss ich sagen, ist ein richtig genialer Trick von mir. Das hat sich sehr gelohnt. Und was ich jetzt machen wollte, fliege mir weg. Ich halte euch nochmal... Es ist so warm, ich muss das erstmal frisch machen. Ich habe mir ja die Birkenstock-Sandalen gekauft, die Arizona, die ich schon habe, in der schmalen Weite, Größe 43, also eine andere als die, die ich jetzt habe. Die, die ich jetzt habe, die habe ich auch damals nicht im Store gekauft, sondern Secondhand. Und die passen total gut. Und die hier sitzen, glaube ich, aber noch ein kleines bisschen besser. Das sind jetzt diese schwarzen, mit der schwarzen Schnalle. Das war mir wichtig, dass das nicht so eine metallene Schnalle ist. Das gab es nämlich auch noch. Und dann mit dem Korkbett. Es gab die ja auch noch in schwarz und dann auch mit schwarzer Innensohle. Die hätten das Doppelte gekostet. Und ich fand auch, dass das Braun das so ein bisschen weicher gemacht hat. Das war nicht nur so ein schwarzer, schwerer Schuh. Und dadurch war, dass ich ja zumindest aktuell noch die Chanel-Sandalen habe, die komplett schwarz sind. Und ich die Hawaiianas habe, die auch komplett schwarz sind, fand ich das eine sehr gute Wahl. Und die werde ich jetzt als Hausschuh erstmal ein bisschen eintragen. Und dann mal gucken. Sie hat mich übrigens gefragt, ob ich den Karton mitnehmen möchte oder nicht. Und eigentlich brauche ich den nicht, aber dadurch, dass ich momentan recht viel auf eBay noch wieder verkaufe, kann ich den super als Versandkarton benutzen. So. Wo ich auch noch gespannt bin, ist, die Schuhe haben wohl das, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt, nicht das Softbett, sondern das, es ist dann das Hardbett, also das normale Fußbett, auf jeden Fall nicht das Softbett. Und die anderen haben das, das war jetzt aber gar nicht bewusst gewählt seinerzeit, deshalb bin ich gespannt, wie sich das trägt. Ich habe außerdem bei DM noch nachgekauft unser Geschirrspülpulver, da nehmen wir immer Pulver, weil mir der Kücheneinbauer das damals empfohlen hatte. Er sagte, dass das ja besser ist, wenn man Pulver benutzt, weil sich das besser auflöst. Braucht man nicht mehr. Dann habe ich Kevin noch sein Lieblingsbrot gekauft. Reisnudeln, Frühlingszwiebeln, Champignons, die hatten leider keine losen, weil natürlich lose gekauft. Milch für Eiskaffee. Meine Freundin bringt sich nachher auch noch laktosefreie Milch mit, weil sie möchte auf jeden Fall die neue Sahne probieren. Und eine kleine Portion Rinderhack, weil so viel brauche ich jetzt für Rahmen nicht. Und dann ist so eine kleine Portion genau richtig. Ja. Packe ich mal alles in den Kühlschrank und irgendwie fliegen hier so viel Fliegen und Wespen rum. Was ist denn heute hier los? Ich hatte auch, als ich im Café Noé saß, dann kam auch immer auch eine Wespe, die da am Fenster rumflatterte. Allerdings wirkte die auch nicht mehr ganz so stark. Und dann habe ich mir ein Glas geben lassen und habe sie rausgebracht. Dann stört sie mich nicht und sie hat wieder Freiheit. Ach, ich freue mich so über den schönen Tag. Kevin hat auch einen schönen Tag, das macht es umso schöner, dass er bei seinem Kumpel ist und eine coole Zeit hat. Ja. Und wenn er dann morgen nach Hause kommt, dann schlafe ich wahrscheinlich schon, wenn er erst relativ spät ankommt. Aber dann freue ich mich schon, wenn er sich dann ins Bettchen kuschelt und mir einen guten Nachtkuss gibt und ich im Halbschlaf und sage, was ist los? Ah, okay.
gezogen bin, wird es wahrscheinlich laufen. Ich will auch nochmal Werbung, unbezahlte Werbung für die Roto-Boxen machen. Die sind so toll. Wir haben die ja zum Einzug uns gekauft und nochmal so ein, zwei nachgekauft. Und dass ich jetzt zum Beispiel das Geschirrspülpulver da reinmachen kann und dass das sauber im Schrank verstaut ist und ordentlich aussieht, das ist ja echt toll. Dann habe ich hier so einen Holzwürfel, den habe ich, glaube ich, mal bei Sustrine Grene gekauft. Und finde es halt auch immer wieder toll, dass ich halt, dass wir halt so die Boxen quasi so haben, dass man immer eine ganze Packung da reinpackt und jetzt nicht irgendwelche noch angefangenen Packungen so im Schrank rumstehen hat. Dadurch ist das sehr schön aufgeräumt und mein strukturiertes, organisiertes Ich mag das sehr, sehr gerne, sagte sie mit fliegenden Haaren. Ist auch irgendwie echt warm heute. Guten Morgen! Da euch Aufräumvideos ja so gut gefallen, habe ich gedacht, ich filme das heute Morgen mal so ein bisschen für euch mit, weil ich heute Morgen ja ganz entspannt Zeit habe, weil ich nach meinem komplett eigenen Tempo gehe, weil Kevin ja noch nicht wieder zurück ist. Und ja, habe mir jetzt leckeren Eiersalat gemacht und mit Eiersalatbrötchen essen, dazu meinen Tee trinken und habe es mir auch sehr schön eingedeckt. Da haben wir den Eiersalat. Das sind drei Eier, ich würde sagen so vielleicht auch so 2-3 Esslöffel Kräuterremoulade. Vielleicht sind es auch nur 2, ich habe es nicht abgemessen. Und 1 Teelöffel von dem Eitopping. Und dieser Eiersalat ist so geil. Dann ein ganz einfacher weißes Brötchen dazu. Und mein Tee heute ist die griechische Aprikose. Ich habe gestern ganz viel Tee nachgekauft und noch ein bisschen Wasser. Und dann habe ich unsere schönen Sets aus Bali mal rausgeholt. Das Geschirr ist, vielleicht auch ab und an gefragt werde, von Lambert. Und unser Besteck ist von WM. Und da ist sie, meine kleine Madeira. Eigentlich müsste ich sagen, große Madeira, ne? Ich werde es mir jetzt auf jeden Fall schmecken lassen und dann mal gucken, was der Tag so bringt. So, es war sehr lecker. Ich habe allerdings nur ein Brötchen geschafft und habe, glaube ich, noch so ein Drittel vom Eiersalat. Das heißt, ich kann nachher noch eine Hälfte Eiersalatbrötchen essen. Und eine Hälfte esse ich dann noch mit Lotus-Creme-Topping. Da habe ich immer noch das vom Geburtstag, was wir bei den Bubble-Waffles verwendet haben. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen im Internet so interior-mäßig recherchiert, dann nachdem ich gestern da im Café war und oh, das war da alles irgendwie so schön. Ich liebe das, wenn das, also das Café war echt so eine, ja, ich glaube, man kann sagen, es ist eine 10 von 10. Ich bin da aber auch, glaube ich, nicht so eine strenge Bewerterin. Also ich bin schon anspruchsvoll, aber wenn ich was mag,
dann sehe ich im Zweifel auch über Kleinigkeiten hinweg. Ich könnte jetzt gar keine von gestern benennen, aber nur um zu sagen, dass ich glaube, dass jemand anders wahrscheinlich eine 8 oder 9 irgendwie geben würde und ich würde vielleicht eher eine 10 geben, weil ich einfach sage, für mich hat das gestern total gepasst und ich würde auf jeden Fall wieder hingehen. Ich fand's, das war das, was ich gerade eigentlich sagen wollte, ich fand es alles total lecker. Der Cappuccino war mega, die Präsentation war mega, dieses Glas war mega. Dieser Untersetzer da auf dem Tisch war mega, die Location war schön schlicht und toll eingerichtet, diese Croffle war toll, Preise waren halt, würde ich sagen, leicht gehoben im Vergleich zu anderen Cafés, also ich habe für den Cappuccino, glaube ich, 5,50 bezahlt und für den Croffle 10 Euro, aber ja, das ist eine gute Investition an der Stelle gewesen. Und das hat mich jetzt irgendwie inspiriert, nochmal heute irgendwie auf diversen Interior-Seiten zu stöbern. Und genau, und eigentlich, weshalb ich die Kamera gerade eingeschaltet habe, weil ich das sonst jetzt wieder vergesse, ich habe es auf Instagram schon geteilt, ab heute geht der Adventskalender-Verkauf bei Just Spices los. Ich kriege da ja immer eine Mail mit zu den aktuellen Aktionen. Und genau. Und ihr bekommt mit meinem Rabattcode auf eure Bestellung 5 Euro. Ich habe aus der Mail nicht ganz verstanden, ob das auf alle Bestellungen gilt, also auch auf die, die keinen Adventskalender bestellen. Das müsst ihr im Zweifel sonst mal ausprobieren. Da stand irgendwie was so, solange jetzt die Hochzeit der Adventskalenderverkäufe ist, solange gilt der Rabattcode mit den 5 Euro. Bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt nur dann auf den Kauf vom Adventskalender gilt oder generell. Müsst ihr mal austesten. Wir haben den ja die letzten 2 Jahre von Mama zur Adventszeit quasi geschenkt bekommen zusammen. Und das war mega. Ich habe das auf Instagram, oder habe ich das eben jemandem erzählt? Auf jeden Fall ist es halt so, dass da Gewürze bei gewesen sind, die wir uns sonst nicht gekauft hätten, weil wir gesagt hätten, ja, ach, brauche ich vielleicht nicht wirklich. Zum Beispiel, bestes Beispiel heute Morgen, das Eye-Topping. Das ist auch ein Gewürz von The Spices. Und wir haben im ersten Adventskalender das Rührei-Gewürz gehabt. Bevor ich das Rührei-Gewürz gehabt habe, habe ich immer Salz und Curry in Rührei gemacht. Das war immer super lecker. Dann kam dieses Rührei-Gewürz. Und dann haben wir festgestellt, das ist irgendwie noch ein bisschen geiler. Und dann kam im letzten Adventskalender das Eye-Topping. Und das fanden wir nicht so doll im Rührei und dann lag das jetzt irgendwie immer so im Schrank und dann habe ich irgendwie vor ein paar Monaten mal so Eihälften gemacht mit so einem kleinen Klecks Remoulade, so als Häppchen und dann habe ich das ein bisschen drüber gestreut und dann festgestellt, dafür kann man das ganz gut verwenden, dafür würde ich es aber nicht nachkaufen und jetzt haben wir vor 2 Wochen, war das glaube ich am Sonntag morgens gesagt, so wollen wir nicht irgendwie Brötchen essen, was haben wir für drauf, ja Ei. Und dann habe ich gesagt, du, wir haben auch Remoulade und dann lass uns doch irgendwie Eiersalat machen. Und dann füllen wir auch dieses Eye-Topping wieder ein. Und das ist so geil, dass ich dieses Eye-Topping jetzt nachkaufen würde. Und das ist halt dieses coole, irgendwie man kann halt dadurch, dass man im Adventskalender halt so viel drin hat, einerseits so Klassiker, aber auch so andere Gewürze, ist man so ein bisschen gezwungen, sich damit auch mal auseinanderzusetzen, kreativ zu werden, auszuprobieren. Und das finde ich total gut, weil, nochmal, ich hätte das Eye-Topping so nie gekauft, weil ich nicht gewusst habe, wofür brauche ich das jetzt. Und jetzt einfach mit dem Eiersalat, das ist einfach richtig geil. Und das Gleiche hatten wir auch mit dem, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie es heißt, Zimtspekulatius. Stern, nee, wie heißt Zimtstern? Zimtsterngewürz, glaube ich, ne? Auf jeden Fall, ja, ich meine Zimtsterngewürz. Und ich mag keine Zimtsterne essen. Und als ich das Gewürz ausgeführt habe, habe ich so gedacht, so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Zimtsterngewürz heißt. Ich hoffe, es hieß so. Auf jeden Fall war mein Gedanke so, Kekse mag ich ja sowieso nicht. Und im Winter essen wir immer mal ganz gerne Bananen. Porridge, das heißt, ich koche Haferflocken mit Milch auf und muss dann eine Banane rein. Und dann mache ich auch immer Zimt dran. Und dann habe ich, weil ich dachte, naja, ich habe das ja jetzt hier und irgendwie muss man es ja mal ein bisschen aufbrauchen. Genau, und statt Zimt habe ich dann dieses Zimtsternengewürz da reingemacht. Und das ist so viel geiler einfach noch, weil in diesem Zimtsternengewürz ist nämlich so Vanilleanteile drin, Kardamom, meine ich mich zu erinnern. Genau, Zimtsterngewürz muss das geheißen haben.
Und das ist, das gibt so geile Noten da rein. Die Vanille, dieser, war da auch Sternanis drin. Da sind noch so leichte Nebennoten dran. Und das macht dieses Porridge dann so winterlich und besonders. Also das alles im Grunde nur, um zu sagen, dass sich dieser Adventskalender für uns immer so gelohnt hat, weil wir Sorten ausgetestet haben, die unsere Mahlzeiten bereichern. Auf die Idee wären wir gar nicht gekommen, sowas irgendwie zu kombinieren. Oder ich kaufe mir jetzt auch keine Vanilleschote und Kardamom und Anis und was da, wie gesagt, alles drin war und mische mir das dann selber irgendwie so zusammen. Weil das könnte man ja auch immer machen. Und ich koche auch so immer noch viel, auch ohne Just Spices Gewürze, ne? Mit Kreuzgewürze zum Beispiel, Muskat und so. Also man braucht nicht für alles diese Gewürzmischung. Aber für verschiedene Gerichte, muss ich sagen, ist das mittlerweile bei uns überhaupt nicht wegzudenken. Und alleine ja auch das Salatdressing, das Balsamico-Dressing-Mix. Genau, das wollte ich euch auf jeden Fall nur noch sagen, falls euch das auch interessiert. Und ich meine mich aus den letzten Jahren zu erinnern, dass der Adventskalender auch grundsätzlich jetzt in der Anfangszeit günstiger war, als man ihn später bestellt. Ich meine, da war immer noch ein 10-Euro-Unterschied die letzten Jahre. Am Black Friday weiß ich, dass ich letztes Jahr geguckt hatte und da war, glaube ich, dann kein Angebot mehr. Und ich, was ich mich noch gefragt habe, ich habe es nämlich heute auf der Website noch nicht gesehen, aber ich habe wahrscheinlich zu früh geguckt, ob die jetzt auch schon verschickt werden. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, man bestellt sie jetzt, sondern ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie Versand ab, keine Ahnung, Ende September, Oktober oder so. Falls einer von euch sonst irgendwie Erfahrung aus den letzten Jahren hat, dann lasst es mich mal wissen, weil so früh habe ich noch nie einen Adventskalender gekauft. Ja, aber ich meine, ist ja auch quasi schon fast Weihnachten, ne? Mit diesem ollen Wetter, was wir hier haben, nur Regen, Grau, also Sommer ist vorbei, der Herbst ist da, dann ist der Winter und Weihnachten auch nicht mehr so fern, ne? Ich glaube auch, ich werde jetzt, ich habe eigentlich hier nicht so richtig was vor, also oh, muss ich mir mal überlegen, was ich heute so mit mir anfange, ne? Ich habe schon überlegt, ich könnte anfangen, auf den Blog zu schneiden. Ich will auf jeden Fall heute Sport machen, weil die letzten 2 Tage habe ich keinen Sport gemacht. Und deshalb will ich heute auf jeden Fall eine Runde Yoga machen. Kevin kommt heute spät, also von daher, ich habe den ganzen Tag für mich. So, 3-mal dürft ihr raten, wer nochmal geschlafen hat. Heutiges Outfit of the Day, Schlaf-T-Shirt. Oh, ich habe jetzt aber auch Hunger und Durst und habe gerade so ein bisschen auf Instagram slidet und habe so viele tolle Kaffees gesehen. Jetzt möchte ich auch so ein Cappuccino. Ich überlege ja immer nochmal, ob ich soll, glaube ich, von Nespresso einen ganz guten Milchaufschäumer geben. Ob ich mir den irgendwann mal kaufe. Und dann meine, da nicht Eiskaffees, sondern ja, halt so Cappuccino oder so zu machen. Weil ich habe bei meiner Freundin das ja getrunken. Das schmeckte voll wie im Kaffee. Total lecker. Habt ihr so einen Milchaufschäumer? Weil ich will mir, also es ist, ihr rutscht. Es ist irgendwie eher so, dass Kevin trinkt ja keinen Kaffee und irgendwie eine Kaffeemaschine kaufen. Also so ein richtig fancy, tolles Gerät. Gut, glaube ich, irgendwie nicht. Macht nicht so viel Sinn. Aber wenn ich den Milchaufschäumer hätte, dann könnte ich das mit dem Konzentrat gut mischen. Ja. Trinken wir denn jetzt Tee oder Eiskaffee? Ich glaube, jetzt zum zweiten Frühstück trinke ich erst nochmal schön eine Kanne Tee. Und ich für später nochmal quasi Nachmittagssnack ein Eiskaffee. Ja, wer macht mir das jetzt? Ach, keiner da? Mach ich mir. Stehe ich dann wohl mal selber auf, ne? Nachdem ich jetzt eben noch mal eine halbe Stunde Yoga gemacht habe, werde ich jetzt noch eine Portion Ramen genießen und dazu eine Serie weiter gucken, die ich gerade angefangen habe, die da heißt, nee, One Month Later ist es nicht, Mysterious Mermaids. Also es geht um Meerjungfrauen. Aber es, ich würde sagen, es ist eher so eine Erwachsenen-Serie. Also es geht jetzt nicht um kindliche Meerjungfrauen, sondern
Die sind schon richtig wie so ein Fisch und es ist ja eher so ein bisschen Action, mystisch, so in der Richtung. Auf Disney Plus ist die, glaube ich. Hatte ich irgendwie entdeckt. Die werde ich jetzt auf jeden Fall weiter gucken. Kevin sitzt mittlerweile im Zug auf dem Weg nach Hause und ich freue mich, heute Nacht wieder neben ihm zu schlafen. Die letzten beiden Abend. Oh, ich werde nicht sagen, dass ich Angst alleine zu Hause habe, aber es war so ein bisschen komisch, irgendwie alleine zu Hause zu sein. Ja. Ich verabschiede mich jetzt auch von euch. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und ich habe alle Infos in dem Vlog untergebracht, die ich zwischendurch so für euch hatte, weil manchmal kriege ich dann Mails, so wie jetzt von The Spices. Und dann, ja, muss ich immer gucken, dass ich euch das auf jeden Fall sage, dass das nicht an euch vorbeigeht. Aber ich glaube, ich habe alle Infos losgeworden. Ansonsten muss ich sie euch im nächsten Vlog teilen. Aber ich glaube, ich habe alles losgeworden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ihr Lieben. Und wir sehen uns am Freitag zum 5 Key Pieces for the Transitional Season. Also 5 Kleidungsstücke, Stücktypen für die kommende Sommer-Herbstzeit, die eigentlich jetzt schon seit Wochen besteht, die man gut in dieser Übergangszeit auf jeden Fall tragen kann, mit vielen Outfit ins Bus. Und ja, das Ganze ist auch mit einer Kooperation bedingt, aber einem Kooperationspartner, den ihr von mir schon kennt. Von daher dürft ihr euch auf jeden Fall auf Freitag freuen. Das ist ein sehr schönes Video. Ich habe mir das witzigerweise letztens auch nochmal angeguckt, weil ich nochmal gucken wollte, was hatte ich da so für Outfits an, weil sich das jetzt gerade momentan bei dem Wetter ganz gut gemacht hat. So, meine Suppe wird kalt. Macht's gut, ihr Lieben, und wir sehen uns Freitag wieder. Ciao. 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 Oh Gott, ich habe auch einen Zungenbrecher hier.